Nachdem wir nun die unterschiedlichen Gewalten kennengelernt haben, die Legislative, die Exekutive, die Judikative, ist es jetzt vielleicht an der Zeit, so ein kleines Zwischenresümee zu ziehen. Wie sieht es mit der Demokratie in Deutschland eigentlich aus? Welche Probleme gibt es? Da könnte man zunächst erstmal ins Feld führen, dass wir uns vielleicht inzwischen durch die Landtagswahlen, durch die Bundestagswahlen in sowas wie einem Dauerwahlkampffieber befinden. Also es gibt wirklich einen kurzen Zeittakt von Wahl zu Wahl. Das ist höchst problematisch, da eben diese kurzen Zeiträume dazu führen, dass Politiker natürlich auch relativ kurzfristig denken. Weiteres Problem, was häufig in der Literatur erwähnt wird, ist die Repräsentationslücke, die entsteht dadurch, dass wir die 5%-Klausel haben und gleichzeitig aber immer weniger Menschen tendenziell zur Wahl gehen und damit ein großer Teil der bundesdeutschen Bevölkerung nicht repräsentiert wird. Viele sprechen in der Literatur von einer oktroyierten Gleichheit, die durch die Länderfinanzausgleiche entsteht und durch bestimmte Maßnahmen der EU. In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch zu erwähnen, dass in der Literatur häufig der Begriff des Demokratiedefizits anzutreffen ist, weil eben durch die Mitgliedschaft in der EU, in der NATO, in den Vereinten Nationen die Exekutive zu Ungunsten von Legislative und Judikative gestärkt wird. Einige weitere, vielleicht kleinere Probleme sind in diesem Kontext zu erwähnen. Das Grundgesetz ist nie durch eine Volksabstimmung legitimiert worden. Einige sprechen davon, dass das Bundesverfassungsgericht so stark ist, dass wir zu einem Richterstaat geworden sind, dass es eine Vorrangstellung der Judikative gibt. Das komplexe Geflecht zwischen Bund und Ländern und EU ist für den Normalbürger gar nicht mehr zu erfassen, was auch ein Riesenproblem erzeugt im Sinne von Demokratie oder Politikverdrossenheit. Aber, und das muss man wirklich hier sagen, das Grundgesetz ist eine stabile Verfassung. Bislang hat es in der Bundesrepublik in den Jahrzehnten seines Bestehens eigentlich keine wirklichen Verfassungskrisen gegeben, kein Versagen der Verfassungsinstitutionen gegeben. Es kommen neue Probleme auf das Grundgesetz zu, neuer Nationalismus, Populismus, Komplexität, zunehmende Verwissenschaftlichung verschiedener Bereiche unserer Gesellschaft, auch der Arbeitswelt. Soziale Ungleichheit wächst, nicht nur in der Bundesrepublik, in vielen Ländern, die vergleichbar sind, in westlichen Demokratien. Und eben Probleme, die nur noch im supranationalen Rahmen lösbar sind, wie zum Beispiel Probleme des Klimawandels, Global Warming.